Meine Damen und Herren, hier sind Claudia Effenberg, Ronald Schill und Aaron Troschke. Herzlich willkommen! Dankeschön. Glückwunsch den drei Siegern, ganz besonders dir. Du hast den ersten Platz belegt. Dankeschön. 125.000 Euro gab es dafür? Nee, das habe ich bei mir auch damals gewonnen. Ach, das hast du bei mir auch damals gewonnen? Ah, okay, jetzt gab es nur? Es gab ganze 100.000, also 100.000. Eine Menge Asche. Alles klar. Gab es für den zweiten und dritten Platz auch noch? Leider nichts. Viele Leider Küsschen. Nicht keinen Mythen? Völlig leer ausgegangen. Nee. Außer Spesen nichts gewesen. Aber das Antrittshonorar war ordentlich. Na ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Da kursieren ja immer so, da kursieren ja immer vorher so Zahlen, ja, genau. Wo man so als normaler Zeitungsleser gar nicht weiß, stimmt das oder ist das erfunden? Also ich durfte das Kleid behalten, das ist ja mein Auszugskleid. Ach, das ist aber so ein Keller. Ja, das durfte ich behalten und ich wollte es dir jetzt schenken. Ja. Das ist sozusagen... Interessant. Ja, vielleicht passt du sogar rein. Soll ich mal anprobieren? Ja, kann ich gerne mal anprobieren? Natürlich. Das ist so schön. Sehr gut. So herrlich, irgendwie. Aber guck mal. So. Aber guck mal hier, wir haben offensichtlich die gleiche Oberweite. Es geht zu jedenfalls. Nur hier unten. Kann nicht jeder tragen, aber ja, hier steht es. Aber hier unten muss leider offen lassen. Wir reden gleich weiter. Wir haben jetzt ein kleines bisschen Werbung und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Und bleib vor allen Dingen. Zurück bei TV Total. Zu Gast Ronald Schill, Claudia Effenberg und Aaron Troschke. So, kommen wir mal zu dir. Du hast jetzt 100.000 Euro gewonnen, hast noch die von Wer wird Millionär auch noch. Gehst du noch einem geregelten Beruf nach oder sagst du, das reicht jetzt erstmal für mich, ich warte jetzt 2 Jahre und dann gehe ich ins Dschungelcamp? Ah nee, ich dachte erstmal, ich mache was Leichteres und schlag den Raab, aber nee, ich arbeite momentan als YouTuber, ich mache ein paar Videos. Da lässt sich Geld verdienen? Ja, zum Leben reicht, ich brauche ja nicht so viel. Du hast ja gerade was. Hast du auch eine Antrittsgage bekommen oder war die bei dir dementsprechend niedrig? Ah, ich habe so mitgemacht. Ja. Das sorgt ja für immer wahrscheinlich für ein bisschen Unruhe im Haus, wenn der eine da ankommt und sagt, boah, hast du auch 300.000 bekommen? Ja, Oma selber steht da und hat nur 5.000 gekriegt. Oder wie viel war es bei Ihnen? Darüber dürfen wir nicht sprechen. Das ist vertraglich verboten, aber es wurde vorher spekuliert in der Bild-Zeitung, in anderen Zeitungen. Und es stimmte, glaube ich, so etwa. Man kam der Wahrheit nahe durch diese Spekulation. Was stand denn da bei dir? Ich habe gar nicht gelesen. Bei mir standen, ich hätte 50.000 gekriegt. Okay. Na, guck mal. No? Und zwar aber mehr, oder? Nein. Weniger. Die einen sagen so, die anderen sagen so. ein sehr guter Satz, um sich rauszureden. Ja, man fragt sich ja manchmal, klar, bei dir verstehst du, bist ein junger Typ, du bist noch heiß und willst noch ran an die großen Töpfe und so. Ja. Bei Claudia Effenberg muss man sagen, das ist alles schon erlebt im Leben, oder? Was ist der, ich bin noch nie eingesperrt worden. Und das ist ja eigentlich so. Aber was war der Grund, warum, wir sehen es heute zum ersten Mal, oder? Wir haben es noch nie gesehen. Ne? Doch, mit Stefan waren wir schon mal hier. Ach ja, aber Schlag ist da. Ja, natürlich, ja, richtig, ja. Hat er gewonnen. Dann sag ich du, ne? Ja, was war der Antrieb, da reinzugehen? Also es war für mich schon so, ich hatte ja so diesen Ruf als Luxus-Girl oder Luxus-Vibe. Das hat er mir den ersten Tag gesagt. Und nach dem zweiten Tag hat er gesagt, so eine Frau wie du wird nur alle 2000 Jahre geboren. Das war natürlich übertrieben. Aber da habe ich mich tierisch gefreut, als er dann irgendwann meinte, weil er ist ja nicht leicht zu knacken, dass er sagte, mit der Frau kann man Pferde stehlen. Und dank Facebook, ich wollte es ja löschen, also es tut mir noch mal total leid, dass ich es Gott sei Dank nicht gemacht habe. Habe ich einfach gemerkt, dass so die Leute, da habe ich halt mal Zeit gehabt, nicht so roter Teppich, da konnte ich zeigen, wer ich irgendwie bin und das war mir irgendwie, das lag mir am Herzen. Aber so. Hat es geknistert hier? Bei uns beiden, bei uns knistert es ja jetzt noch. Merkt man das nicht? Ja. Und wie es knistert, da fängt immer wieder an. Wir sind ja beide Single, nee, wir drei sind Single. Wir sind also er, Mädels ist auch noch zu haben, gell? Er ist ja wieder in Brasilien nächste Woche.
Ah ja, tatsächlich. Ich habe sie schon eingeladen. Sie gehen wieder zurück nach Brasilien. Sie haben einen interessanten Lebenslauf. Es gibt ja dieses Buch hier. Ganz was genau, ja. Zufälligerweise exakt zu dem Zeitpunkt rauskam, als Sie in den Container Das war geplant. Das war geplant? Ja, das war gefickt eingeschädelt. Ja. Das ist ja wirklich eine interessante, aber auch, ja, weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, eine tragische Karriere vielleicht sogar. Sie waren Richter. Mhm. Bekannt als Richter, gnadenlos. Sie haben harte Urteile sagen wir mal, kleine Delikte vergeben. Und, insbesondere harte Urteile, wenn es darauf ankam, Gewalttäter abzuschrecken. Die kleinen Delikte sind aufgebauscht worden. Aber mir ging es darum, die Menschen vor Gewalttaten zu schützen durch angemessene Urteile. Ja. Und ich habe meine Kollegen kritisiert dafür, dass sie das nicht getan haben. Dass sie die Bevölkerung schutzlos den Verbrechen ausgeliefert haben. Und das war Nestbeschmutzung in ihren Augen. Ich wurde mein Job los als Richter, wurde zwangsversetzt aus dem Strafrichteramt auf politischen Druck. Und ich habe gesagt, ihr habt mir meinen Job genommen, meinen Traumjob. Nun nehme ich euch euren Job, habe eine Partei aufgemacht und innerhalb von 15 Monaten Hamburg erobert. Mit 18%? Mit 19,4%, koaliert mit der CDU und 44 Jahre SPD-Herrschaft beendet. Gegen den Protest von Künstlern, gegen den Protest des Bundeskanzlers, gegen Warnung der Kirchen, diesen furiosen Wahlerfolg erzielt. Und das war der geilste Moment in meinem Leben. Aber dann, passierte eigentlich das, was man ja vielleicht einen Absturz nennen kann, oder? Nach jedem dann großen Aufstieg gibt es einen großen Abstieg. Ja, ist er in Ihren Augen selbst verschuldet? Ja. Also alles, was ich gemacht habe, was ich aufgebaut habe, habe ich allein gemacht. Das war eine One-Man-Show. Und alles, was ich danach wieder zerstört habe, habe ich auch alleine gemacht. Claudia, würdest du noch mal in ein ähnliches Format gehen? Ich sag mal, hier ins Dschungelcamp zum Beispiel? Oder bist du gerade hier gut aufgehoben, weil du sagst, da muss ich keine Maden essen? Also da musste ich ja wirklich nichts Ekelhaftes essen, obwohl Kohlrabi so und Sellerie, das steht mir auch bis hier, Fenchel, grauenvoll, Tofu. Ah, das ging alles, ja, das war aber alles irgendwie nach einer Zeit, wird alles langweilig, sogar auch oben das Essen. Da hast du ja im Luxus gelebt, aber hast jeden Tag das Gleiche bekommen. Und das ist schon irgendwie speziell, sag ich mal. Aber dieses Eingesperrtsein war schon sehr hart. So, mir hat wirklich, ich habe irgendwann mal gedacht, die Sonne fehlt mir. Und da habe ich gedacht, bist du kurz vorm Durchdrehen, fängst du an zu, vor dieser Plastikplane, die da über unserem Fenster war, und zu sagen so, wo ist die Sonne, kann ich die nicht mal eine Sekunde sehen? Dann denkt man schon irgendwie so darüber nach, Sinn des Lebens und auch so, man fährt so ein bisschen runter und sagt auch so, ist nicht mal alles so wichtig. Wie geht's denn weiter nach Big Brother, apropos Sinn des Lebens? Was machst du jetzt als nächstes? Ich fliege. Oktoberfest, oder was? Definitiv ist das auch mein Sinn des Lebens, ne? Da ich ja dir liebe. Nein, ich werde jetzt erstmal in den Urlaub fliegen am Mittwoch. Und mir wirklich auch wirklich mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Cool. Und ich bin ja Testimonial für ganz viele Firmen, die mich auch weiterhin, auch nach Big Brother, wo ich ja dann dachte, na, ob das allen gefällt. Aha, ganz im Gegenteil, ich habe tolle Anfragen bekommen, freue mich tierisch. Und dass die Leute und vor allen Dingen meine Fans immer noch hinter mir stehen und mir nicht mehr böse sind, weil ich gesagt habe, die können mich mal Pünktchen. Ja, man kann mal alles zurücknehmen. Sag mal alles, was war Pünktchen? Nee, das habe ich jetzt nicht nochmal. Sag du das doch. Du weißt doch, ich bin so... War das am Arschleck? Ich glaube, ich habe es gesagt. Am Arschlecken? Oh. Ja, ich stand unter Schock. Ja. Oh. Schockzustand, also eine als ich den Keller gesehen habe. Eine Einladung zum Naschen. Am Arschlecken, das natürlich kann man nicht sagen. Das hast aber nur du gedacht. Wie geht's bei dir weiter, Aaron? Du machst dann deinen YouTube-Kanal. Bist du eigentlich Bäcker, oder? Nee, ich bin gelernter Internetskaufmann für Maßbekleidung und hatte nun mal einen Backshop. Also du hattest mal einen Backshop, so war es. Okay. Ja, und jetzt mache ich YouTube weiter und dann mal gucken, wo mich der Wind hinweht. Alles klar. Also heute Frühstücksfernsehen war sehr schön da, nette Moderatoren und jetzt bei dir auch sehr schön. Ja, Wahnsinn. Und dann mal gucken. Wie sieht es bei Ihnen aus? Jetzt geht's wieder zurück nach Brasilien? In meine Wahlheimat, Rio de Janeiro. Ja, genau, ist das nicht gefährlich da? Das Leben ist gefährlich und ich stehe dazu. Aber könnten Sie nicht auch sagen, ich lebe wieder in Hamburg? Dafür wird es doch reichen, oder? Ist mir zu kalt. Ah, okay. Und die Menschen sind auch zu kalt. Also das ist ein selbstgesuchtes Exil. Es ist nicht so, dass Sie sagen würden, ich würde mein altes Leben gerne wieder gegen mein jetziges tauschen. Auf keinen Fall. Rio ist die schönste gelegene Stadt der Welt. Ja. Und ich wohne dort auf 100 Meter Höhe mit Blick über die ganze Stadt, über Strände, Schiffe, Inseln, alles. Natürlich in einer Favela, weil dort die armen Menschen auf die Reichen herabschauen. Und ich wollte dann bei den armen Menschen sein. Und da bin ich jetzt und habe mir allerdings eine Oase des Luxus geschaffen. Sieht man nicht von außen, aber von innen schon. Ah, okay. Und die Kohle, die Sie jetzt bei Big Brother bekommen haben, die nehmen Sie dann Cash mit rüber?
Die nehme ich Kirsche mit rüber und verprasse sie. Okay. Wie darüber mache ich mir keine Gedanken. Wird in pure Lebensfreude umgewandelt. Okay. Es ist meine Art von Entwicklungshilfe. Das heißt, wir sehen Sie bald wieder in einem anderen Format dieser Art hier in Deutschland. Das sieht nicht aus. Das wird nicht lange halten dann wahrscheinlich. Ja, das pralle Leben verlangt es. Dieses Buch gibt es hier im Handel zu kaufen, eine Lebensgeschichte, die schonungslos, absolut schonungslos aufklärt über das Leben von Ronald Barnabas Schill. Ja, ich bedanke mich, dass ihr hier gewesen seid. Viel Erfolg in der Zukunft, wie auch immer. Und toi, toi, toi. Vielen Dank. Claudia Effenberg, Ronald Schill und Aaron Troschke. Nein, das ist natürlich der Höhepunkt meiner Karriere bisher. Ja. Aber ich werde ja auch nicht müde, immer wieder zu sagen, dass ich einen Grammy möchte. Ob ich den bekomme oder nicht, werden wir sehen. Aber ich brauche einfach große Ziele, um dann eben Stück für Stück Dinge zu erreichen. Du hast ja mal noch unter deinem normalen... Du machst ja kein Geheimnis draus, oder? Nee, also ich fand das erste Jahr immer sehr lustig, so zu tun, als würde Frau Wurst Tom nicht kennen. Ah, okay. Aber mittlerweile habe ich das ein bisschen aufgeweicht. Ja.